Hey ho, meine lieben Otter! Ja, Yu-Gi-Oh! Das Coole ist, ab nächste Woche Structure Deck Duelle wieder. Also freut euch. Wieder Albers zusammenbauen. Nee, ich baue dir die zusammen. Ach Da Gott, brauchst du nichts machen. So, habe ich gemischt? Ja, habe ich. Wir heben ab, das Thomas. setzt du Dann viel. würfeln wir um den Sieg. Oh. Ich mal mit ein. Oh. Mach mal. Power. Mal mit einem. Nö. Ich gehe first. Ja, dann geh. Hast du mal einen Neuron? Ich habe ein Neuron. Neuron. Bisschen schmierig. Mal gucken hier wegen. Damit er auch so ein bisschen alles sieht. Du gehen also first. Mensch. Alter, das wird doch ein Witz, ey. Ja, Neuron lädt noch, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Hey, 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 hey. Da gibt es ein Slow-Mo. Da gibt es ein Slow-Mo. Sag mal. Ja, endlich. Boah. Haben wir live, habe ich gelesen. Ja. Wenn nicht, fangen wir erstmal an zu spielen. Fangen wir erstmal an zu spielen. Nein, machen wir später. Warte, ich mache. Ich stelle eigentlich. Mach. Was ist das? Was hast du jetzt getan? Jetzt noch. Ich spiele mal komisch. So. Timer gestartet. We play the game. Warte, ich will bloß mal noch. So, keiner stört. Okay, sehr schön. Damit keiner stört. Replay, ne? Hast du ja gesagt. Replay. Ja, fangen wir mal an. Während meiner Main Phase Ja. kann ich Twin Bow den Angreifer special. Zusätzlich bin ich jetzt auf Insektis gelockt. Da ich ein Insektmonster Spezialbeschworen beschworen habe, 6 Dagger, kann ich 6 Dagger special? Was konnte der eigentlich? Der konnte viel scheinbar. Kriegt eine Menge, ja. Nur einmal pro Spiel so, falls er einen Insekt. Ja, während der Endphase. Ach so, kann ich noch einen Insekten specialen. Das ist natürlich cool. Ja. Was machen wir noch? Naja, du hast auf jeden Fall noch eine Normal. Die habe ich ja. Kannst du ein anderes Insektenmonster? Ja, Kampfwespe, ja. Normal Kampfwespe Stachel das Toxin. Ich habe ja Effekt. dein Deck Kampfwespe, Käfer, Genau. Ich Kampfwespe. kann mir jetzt eine Kampfwespe auf die Hand holen von dir. Ja. Oh nein. Gott, Leute, ich habe verloren. Pin. 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 Hm. Oder machen wir Pin? Den habe ich noch von denen. Ich vergesse das immer. Allerbeste. Nee, das ist das Doofe. Okay. Ja. Mach erstmal so, wenn er ziehen sollte, hebe ich ab. Wenn er nicht tief sind, weil du glaubst ja auch ganz schön viel von. Dann. Da. Wenn ich einen Insektmonster kontrolliere, Special Pin. Ja. Pin-Effekt. Ich gebe Ja. dir 200 Schaden. So, und jetzt noch 44, nee, 43 Minuten noch spielen, dann hast du ihn Dann habe ich gewonnen. eben. Dann habe ich aber sowas von gewonnen. Ich gehe in. Link 2. Den hatte ich ja so, den hatte ich so. Ich muss doch so machen. Ja. Machen wir mal so. In mein Panzerhorn. Ja, starkes Wichtig, Panzerhorn. weil ich brauche das da nämlich. Das war. Auch hier hinholen können. Richtig. Aber ich bin irgendwie so ein Typ, ich muss das immer rechts machen, sonst klappt es nicht. Gut. Als er sich befindet, kann ich tun Dinge. Das wollten wir uns ja aber aufheben. Dann, da ich ein Insekt- oder Pflanzenmonster in einem beliebigen Friedhof habe, Ja. kann ich sie specialen. Feenameise. Ja. Ähm.
Dann. Ja, liebe Leute, das ist ein sehr kombolastiger Trick. Ich kriege hier jetzt mal Kopfschmerzen. Minimotte war das. Den hole ich mir dann wieder. Und wenn man dagegen spielt, sollte man natürlich auch keinen Anstand-Effekt haben. Richtig. Weil es krabbelt über. Link 2, Minimotte. Ja. Effekt. Kost, ich werfe ab und wähle Panzerhorn. Ja, was ist? Dann Effekt, ich kann ihn jetzt mit einem Insektenmonster von meinem Deck ausrüsten. Ja. Ach, Resonator. Resonantius. Ach ja, Resonanz. Aha. Aha. Ja, wie gesagt, du bist 1, 2, 3. Ja, ich werde gleich das einmischen und ziehen. Ja, denn na, du müsstest ja erst rein, also. Ach ja, stimmt. Effekt, ich Ja. mische 3. die nehmen wir mal. Auf jeden Fall drin. Die. Dampferchen. Ach ja, Insekten. Wenn man es 100 Jahre nicht spielt. Hast du auch gegen mich gespielt? Wenn man es 100 Jahre nicht spielt. Diese drunter? Ja, Die soll die ich habe nicht ich einfach ziehen? nur mit meinem Pin Finger der Volltreffer nicht durchgegriffen. auf meiner Hand? Jetzt Pin der Volltreffer. Okay, dann die Wupp. Die Wupps. Ja. Link 4. Ein riesiger Käferkavalier, unbesiegbarer Atlas. Ja. Dann. Das war kein Unsummon. Dann Chain 1. Ja. Resonanzinsekt. Kann mir jetzt ein Insekt der Stufe 5 oder höher auf die Hand holen. Ja. Schaurige Motte. Was? Eine Normal schon gemacht? Mit dem einen kampfletzten Vieh? Mit Ja, dem hier? richtig. Ja, danke. Das ist sehr richtig. Er kann dir eine Special. Dann darf ich gar keine Spezialbeschwörung machen, ja? Nee, eine darf ich. Perfekt, Panzerung. Ich verbanne drei Insektenmonster. Kann ihn specialen. Wird aber dann verbannt, wenn er das Spielfeld verlässt. Effekt Resonanzinsekt. Ich kann mir ein Insekt vom Deck auf den Friedhof legen. Gokipole. Effekt Gokipole. Kann mir ein Insekt der Stufe 4 auf die Hand holen, falls es ein normales ist. Du weißt ja Bescheid. Dann kannst du, okay. Ne. Jetzt spreche ich mir C-Kommando. So, dann Effekt Panzerhorn. Ich darf eine Normalbeschwörung machen. Tribut. Oh, ach, das ist doof. Wollte ich noch gar nicht. Egal, jetzt habe ich es ja gemacht. Schaurige Motte. Ich darf jetzt noch eine Spezialbeschwörung machen. Dann Effekt Käferkavallerie Atlas. Ich tribute ihn und darf dann ein Käferkavallerie-Monster von meinem Deck specialen. Dann nehmen wir. Die wird schwer für mich. Dieser eine Spezialbeschwörung wird nervig. Der geht ja nicht. Du. Welcher war das, der mir das setzt? Ah, genau. Stechlanzia. 1,8. Dann Effekt Stechlanze. Kann mir ein Käferkavallerie-Zauber der Falle auf meine Hand holen. Was kann die annullieren? Nee. Er kann gar nichts. Achso. Außer ich könnte Was kann ihn. die? Ist ein Omni, glaube ich, oder? Nee, ein Monster-Effekt nur. Monster Negate, aber Counter-Trap. Annullieren und zerstören. Monster-Effekt auf dem Spielfeld oder einen, den ich einfach so anfange? Monster-Effekt.
Ah ja, so. Sette eine Karte. Dann würde ich tatsächlich in die Endphase gehen. Okay. Ja, geht ja nicht, weil... Schaurige Motte. Okay, eine Special habe ich. Dann du. Draw. Mhm. Geil so. Okay, Riesenarsch kommt. Yes, card. Du annullierst einen Monster-Effekt. Du hast nur eine Special. Attack Tremora. Mhm. Ich kann die abwerfen und dann ein Wassermonster von meiner Hand specialen. Oh, wenn das ein Gamesi ist, habe ich da schon gar keine Lust drauf. Ja, mach. Aegiros. Noch, Gyros auch noch. Mann. Dann. Ist ja der Fluch. Dann. Warte. Okay. Und Eisjade, Zenote, Enion, Wiege. Effekt, Zenote, Enion, Wiege. Mhm. Ich darf mir meine Tremora auf die Hand holen. Ja. So, ganz kurz. Du kannst jetzt nur noch, solange ich eine Eisjade und die auf dem Spielfeld habe, kann dein Gegner nur noch Monster-Effekte aktivieren, die in jenem Spielzug beschworen wurden. Also die, die jetzt natürlich nachkommen. So. Natürlich scheiße, dass der jetzt so liegt. Das heißt, ich könnte jetzt keine mehr von denen, die liegen, aktivieren, oder wie? Genau. Ach, scheiße. Also wer ist er wieso permanent? Battle Phase. Aha. Ich greife mit ihm hier an. Ja. Dann verlieren du 200, ja? 200. Das bin ich. So. Mhm. Dann. Main. Phase 2. Scheiße, das wird jetzt aber hart danach. Normal Summon. Tief. Nee, wir machen es anders. Wie viel Angriff hat der? 3000 kannst du nicht für Karten Ziel wählen und kannst sie nicht durch Karteneffekte zerstören, wenn er 3000 oder weniger hat. Okay, aber jetzt seine Effekte kann er ja nicht mehr aktivieren. Normal Summon. Problem, wenn ich sie nicht hole. Kann ich ja so vielleicht machen. Normes haben ein Schicksalsheld Denier. Denier. Was machen? Oh, warte mal. Warte, bevor ich es mache, muss ich nochmal kurz lesen. Entschuldigung. Klassiker. Ein Nicht-Empfänger. Okay, also ja, Normes haben ein Denier. Ich natürlich auch mein Schicksal nicht mehr richtig. Synchro 10. Eisjade Jumir der Egerine. Aha. Ach, die hat doch da nichts mehr tun. Effekt Aegoros im Friedhof. Ich könnte ihn jetzt an meine Egerine anhängen. Als Ausrüsten damit. Mhm. Was macht Aegoros, wenn ausgerüstet? Mein Monster, was damit ausgerüstet ist, kriegt 400 ATK und Defense für jeden verbannten Monster. Okay, kannst du machen. Okay. Gut. Dann du. Draw? Oh, ich würde gerade Dons aktiv setzen. Dann Quatsch. Und Defense auch wie jedes Verbannte. Ja. 2, 3, 4. Wie viel? 300? 400. 400. Das sind 800. Das sind 1600. Das heißt, der ist ganz schön stark. So ein bisschen.
Ich kann keine von denen. Ich kann nur in meinem Zug die beschworenen Effekte aktivieren. Ach so, warte mal. Ich habe nur eins vergessen. Entschuldigung, du verlierst noch 1800 wegen Eisjade-Fluch. Weil mein Eisjade-Monster dein Monster zerstört hast, dann kriegst du 1800 noch Damage. Ach so. Entschuldigung, liebe Leute, weil Eisjade-Fluch habe ich oft hier nie in dem Deck. Cosmo-Klo fehlt mir, das nervt mich. Okay, Normalbeschwörung, Gokipole. Ja. So, dann. Ich verliere aber keine ATK oder so, ne? Was? Ich verliere keine ATK durch deine Karte. Nee. Nur aus der passiert das, wenn ich Egerine zerstöre? Warte, ganz kurz. Ja? Eisjade, Zenote, Enion, Wiege. Ja. Ja? Sagt, wenn du ein Monster als normal oder Spezialbeschwörung beschwörst, ja, kann ich ein Wassermonster, das ich kontrolliere, wählen und das Monster und jedes offene Monster, das den Gegner derzeit kontrolliert, verliert bis zum Ende des Spielzugs ATK in Höhe der Grund-ATK des als gewählten Skills. Okay. Ja. Das, also du wählst ein Monster von mir und du kannst eins beschwören und das, was du beschworen hast, das macht ATK weniger. Nein. Du beschwörst ein Monster. Ja. Ich wähle ein Monster von mir. Achso. Dessen ATK verlieren alle deine offenen Monster. Okay. Dessen Grund-ATK. Und er verliert auch seine Grund-ATK. Okay. Das ist ja schon schlecht. Ja, das heißt, dann würde er nur noch 1-6 haben, weil die anderen, die bleiben. Okay. Ja, ja. Da ich ein Monster in Angriffsposition besitze, kann ich Traumzikade specialen? Ja. Achso, ich kann natürlich auch anketten, Monster verbannen und so, aber das kannst du ja natürlich annullieren. Mit deinen, da hinten. Ja. Ja. Das könntest du natürlich. Richtig. Dann Effekt, falls er genommen oder specialed wird, kann ich ein Monster auf dem Spielfeld finden und seine Kampfposition ändern. Stark. Ja. So, 1-6 Push hat der, ne? Ja, dann ist er bei 3-1. Ja, eins. Sobald du was beschwörst, könnte es krachen. Du! Sobald ich was beschwöre, oder ich auch. Ich auch. Wenn ich was beschwöre, kann jeder das genauso. Es geht einfach nur darum, einmal pro Spielzug, falls ein oder mehr Monster als normal oder Spezialbeschwörung beschworen werden. Mhm. Er kriegt 300 Push für jedes Insektenmonster. Kriegt er das auch noch weiter? Ah, das ist ja nur Aktivierung, 1, ja? Ja. Das ist plus 1, 2, das heißt, er kommt doch maximal 1, 5. Wie mache ich das? Sobald ich beschwöre, wirst du niedrigen mich. 3000 weniger. Was ist das gut? Keine Handkarte mehr. Ich Dinge tun müssen. Jetzt. Okay. Link 2. Panzerhorn. Chain 1 Gokipole. Möchtest du was anchainen? Such dir eins auf der Hand, ja? Ja. Genommen ist das ein Wenn-Effekt? Ein Falls. Ein Falls, okay. Also bei Wenn ist ja Mistiming immer. Ja, das wäre jetzt bei der Beschwörung. Wie viel hat der? Der kriegt ein 300 für jedes Insekt. Aber der kommt maximal auf 1,5. Für jedes andere Insektmonster. Achso, für jedes andere Insektmonster. Genau. Also Gokipole willst du jetzt sagen. Effekten. Okay, natürlich hast du denn das Gute, dass du ja deinen Hässlichen da holen kannst. Den Hässlichen da. Der Berserker-Type. Das würde wehtun. Oh, ich kann es ja denn nicht ändern. Nee, ich kann nur einen Stufe 4er holen. Achso. Stufe 4 oder niedriger. Achso, na dann hol. Nee, sogar nur in Stufe 4. Okay, na dann mach erstmal deinen Vektor. Durch. Durch. Da muss man nicht zu schnell reagieren. Das ist nicht so gut.
Oh, was habe ich für Karten? Wenn du meine Ägerine wegkriegst, kannst du auch deine Effekte von deinen Monstern wieder benutzen. Oh, sehr das gut. Macht er nur, wenn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Nein, ich will ja ehrlich sein. Das ist ja immer wichtig, dass man ehrlich spielt. Und so. Richtig und richtig. Resonanzinsekt. Effekt Panzerhorn. Ja. Ich kann sofort, nachdem der Effekt ausgelöst wird, ein Insekt als normal beschworen beschwören. Ach so. Ja. Also ein Insekt. Wenn du mit denen einen den Effekt machst, dass der alle meine Monster, der zerstört alle Monster, ja? Wer? Ja. Na hier, den du immer holst, wenn du drei verbannst oder so. Ja. Ja. Den darf der aber nicht mehr angreifen, ja? Oder darf nicht mehr angreifen? Direkt angreifen. Er darf den nicht mehr direkt angreifen. Genau, genau, genau. Genau, genau, genau. Link 2. Chain 1 Resonanz. Möchtest du was anketten? Resonanz holt dir jetzt was auf der. Eine Stufe 5 oder höher. Das heißt, du holst diesen hässlichen Typen. Minimatte macht ja auch nochmal Sachen, ja? Was macht Minimatte? Da müsste ich jetzt eine Karte für abwerfen, aber ich könnte 3 in meinem Friedhof mischen und eine Karte ziehen. Und dann kannst du den anderen nicht theoretisch dann machen. Ah ne, der andere war ein Com-Effekt, ja, ein Beschwörungseffekt, oder? Was? Von der Hand abwerfen, oder ist das? Das ist sie. Ja. Das ist ein Beschwörungs. Ja, also den könntest du jetzt nicht machen. Nee. Weil, ja. Richtig. Also hast du denn, was soll ich denn Anfänger hier mach? Also bitte. Ja, okay. Nur tut dir den Fetten da. Okay. Ja, aber dann müsste ich ja was verbannen. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ja, wo haben wir? Den finden willst du. Cherry-Käfer-Kavallerie. Was kann der noch nebenbei? Also, ich kann ihn specialen, indem ich 3 meiner verbannten Insektmonster ins Main-Deck mische. Ah, schlau, schlau. Mhm. Falls sie durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört oder verbannt wird, kann ich ihn speziell beschwören. Ah, okay. Genau. Falls er zerstört oder verbannt wird. Ja, okay. Genau. Hier bitte übrigens. Ja. Also du kannst ihn jetzt specialen, indem du 3... Genau, interne Beschwörung. Ich mische 3 meiner verbannten Monster ins Main Deck, um Neptun zu specialen. Also bei der Specialung würde ich dann reagieren mit meinem Trigger-Side-Effekt. Okay. Ich würde den Jimir Egerina auswählen und alle deine Monster verlieren 3000. Okay, machen wir hier mal eine fette 3 hin. So. Genau. Dann. Ach, scheiße. Link 4. Ach, scheiße. In Atlas? Ja, ja. Effekt Atlas. Der hat jetzt nur einen 800er Push, weil das da, ne? 400er Push. Also nur eine Verband. Ja, okay. Mach ich hier noch was? Würde mir das was bringen? Kann einer auf den Friedhof legen? Könnte das tun? So ein bisschen früher. Lädt der? Das macht wenig Sinn. Ja. Komisch. Komisch. Okay. Läuft alles noch. Läuft alles noch. Muss erst als spezielle Beschwörung. Okay. Dann würde ich Effekt Atlas. Was macht der? Biete Neptun als Tribut an erstmal. Und jetzt kann ich entweder ein Käfer-Kavallerie-Monster specialen von meinem Deck oder bis zum Ende des Spielzugs 2000 ATK erhalten lassen. Ich. Warte mal.
Ja. Warte mal. Ja. Ich würde den Effekt von meinen Jimir Egerina. Achso, sag erstmal, was du machen lassen willst. Ich würde specialen von meinem Deck. Du würdest specialen von deinem Deck. Ein Käferkavallerie-Monster. Mhm. Würde ich gerne antriggern mit seinem Effekt. Ja. Meine Karten können dann nicht mehr zerstört oder verbannt werden. Darauf würde ich antriggern. Ja, warte. Ich ihn würde ich verbannen, aber du kannst dann an. Annullierst den und zerstörst ihn. Ne? Genau. Konterfalle. Okay. So, das und dann Special. Mhm. Ich muss ja mal schauen. Ist ja nur der eine, der angreifen kann. Das stimmt. Warte, was könnte der? Das, das. Und der kann natürlich auch angreifen. Weil 300 ATK, das sind ja nicht seine Grund-ATK. Richtig. Also er könnte noch mit. Okay. Meine Höhen gehen irgendwann auseinander, ich merke es. Ich merke es. Wir nehmen Schuppenbomber. Okay. Das ist auch Annullierung, ja? Nee, nur eine Zerstörung bei Effekt. Ach, der zerstört ein Monster bei Effekt. Genau. Annulliert nicht, aber zerstört. Und die Effekte kann ich ja dann wieder aktivieren, ne? Ja. Okay. Dann Battleface für 3000 einmal drauf. Okay, hätte ich gedacht, du machst mit ihm auch noch. Aber... Nee, das ist mir zu risky. Endphase, Effekt 6 Steiger. Ich kann, wir beide können jetzt ein Insekt von unserer Hand oder unserem Friedhof specialen. okay. Ich nehme. Macht Neptun Sinn? Eigentlich schon. Aber ich nehme Stechlanzenträger. Mhm. Dann Effekt Stechlanzenträger. Ach, hätte ich... Ach nee, seine Effekte sind annulliert. Wieso? Bleiben die annulliert? Na, dann würde ich Neptun nehmen. Okay. Das sagt er. Also wir können es löschen, aber die Effekte werden annulliert. Okay, das war deine Endphase, ja? Ah, ich glaube, ich komme nicht mehr so raus. Draw. War ein bisschen viel. Nein, doch. Jetzt Tiefe. Och, Mann. Die bringt mir gar nichts. Gucken, wo ich jetzt komme. Ich mach mal hier, dass der negated ist. Also du kannst nichts annullieren, nur zerstören, ja? Ja, ein Monster-Effekt. Das bringt ja alles irgendwie nichts. Normal Summon Tiefseetaucher-Effekt. Können wir jetzt so ein Seeschlangenvieh-Special? Also zerstöre ich. Ja, aber das Special kann geht ja trotzdem durch. Ich biete Schuppi als Tribut an. Dafür. Scheiße. Ich habe leider das alles als Aqua. Ich habe dumm nachgezogen. Ich habe verloren, liebe Leute. Ich habe verloren. Kriege ich den Abzug nur, wenn du ein Eisjade-Monster hast? Weil sonst hättest du noch 400 plus. Wieso? Na, weil ich ja ein verbanntes Monster habe. Das ist nur, wenn mein Aigoros so ausrüstet. Dann Gyros. Hm. Okay. Na gut. Warte mal. Ah, also komme ich ja doch noch raus. Ja, brauchen wir Menschenviech. Effekt, wenn er hier geholt wird. Ich kann, du kannst die oberste Karte des Gegners in Höhe der Anzahl der Wassermonster, die ich kontrolliere, verbannen. Mhm. Also eine. Die oberste? Ja. Die wird verbannt? Ja. Verdeckt, offen? Offen. Also wenn nicht verdeckt, verbannt. Das ist schon mal gut. Den hatte ich erst überlegt, ob ich da nochmal verbanne, aber deswegen hatte ich Angst mit Gyros. Mhm. Achso, warte mal, dadurch. Ah nee, das ist ja durch, nicht durch einen Effekt von dir. Durch einen Effekt von dir. Was macht er, wenn er zerstört wird? Wenn er während der Main Phase durch Karteneffekt von dir zerstört oder verbannt wird, kann ich ihn specialen. Aber und in deiner Main Phase. Nö, während der Main Phase. Achso.
während der Endphase kann ich ein anderes Insektmonster wählen und es erhält 1000 ATK. Ah. Auch noch zusätzlich. Ah. Wenn er dann wiederkommt. Also jetzt im Moment geht's ja nicht. So. Ach, das ist schwer. Sehr schwer, sehr, sehr schwer. Es tut mir sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. Sehr schwer ist das hier gerade. Sehr schwer. Effekt Aigoros. Ich darf ihn auf die Hand nehmen. Mhm. Oder ich darf ihn ausrüsten. Also, nee, warte. Nein, kann ich doch nicht. Nein. Hör du ein Eis, Adamons. Nein, nee. Nee, ich kann ihn nur ausrüsten. Scheiße. Ach, Mann, das ist doch. In dem Spielzug noch einmal. Falls ich diese Karte in der Hand oder Friedhof. Du kannst eine erste Erdemasse. Solange diese Karte eine Masse ausrüstet, kann ich sie specialen. Ja, scheiße. Gut, leider halt verloren. Da komme ich nicht mehr. Da komme ich nicht mehr bei raus. Komme ich einfach nicht mehr bei raus. Ich hätte jetzt geil spielen können, hätte ich meinen scheiß Denier nicht hier. Ja, schön. Mist, ey. So eine Kacke. Ja, was soll ich machen? Du bist Ende so eine Suit. Endphase. Was macht er? Special wieder, aber annulliert Effekte. Stechi. Draw. Ja. Standby. Ja. Main. Ja. Endphase. Ja. ich greife mit 2-4 an. Ja. Mit 3000. Ja. Mit 3000. Nee, halt das doch, das bin ich. Ja, denn. In 3000. Ah! Oh, warum? Komm, zwei Karten zu weit, Eisjade Wiege, dann hätte ich es geschafft, aber so nicht. Dass du da jetzt, ich hab. Ach, Mann, dass du da jetzt, das hat mich genervt. Das hat mich jetzt einfach nur genervt. Ja, komm, geht runter. Ich mach mal kurz Stopp, bis wir anfangen. Ich würde first gehen, denn. Echt? Hm. Dann muss ich erstmal kurz 15 Karten reinzählen. Ich würde first gehen. Ey, liebe Leute, Mist, ey. Einfach nur Mist, ey. Stockstick. Ich hatte jetzt einfach nur gehofft, dass du irgendwann mal doch nochmal was von dir verbannt. Nee, nee. Hätte ich meine Jimmy Eggerine nämlich wieder holen. Ja, ja, ich hab Angst, ja. Ich kam nicht raus. Die Scheißannullierung, die hat die nervt. Die hat die nervt. Das reicht manchmal ein. Mische nochmal, ich geb auch. Auweia! Das ist meine Instant Fusion, Leute. Die mischen mir jetzt noch um. Ich will endlich mal Instant Fusion starten. So was ein Happy-Effekt. Glaube ich. Mal kurz mein Geschrieben. Weil ich merke nämlich, dass es sehr schwer ist mit Lesen. Weil ich zu wenig auf meinem Rücken. So, jetzt natürlich ein bisschen blenden für euch. Ich hoffe nicht. Hallo. So, warte. Rückgängig. Ernsthaft. Ernsthaft, Lee. Warte. Ernsthaft, ein Kind. Okay, so. Landformen. Ja. Ich wünsche mir Master Rule 2 zurück. Dass ich deine Spielfeldzauber mit meiner Spielfeldzauber zerstören kann. No. Gamesi war Omni, ne? Ja. Power Omni negate. Ich hab 3 Raigekis werfen. Braucht bei mir noch nicht abgeben. Oh ja, 3 Raigekis werfen. Bioto? Mhm. Und Endphase, ne? Bestimmt. Normal Summon Eggerina. Also Eiserge Eggerina Effekt. Ich darf mir eine Eiserge Karte auf die Hand bringen. Mhm.
Mach das mal. Wiege? Mhm. Kannst durchspielen. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Ich muss dich ja mit in der Volltreffer besiegen. Ja, ich komme aber nicht so raus, wie ich es gern gehabt hätte eigentlich. Nervt mich jetzt eigentlich am meisten. Würfel? aber ich glaube, es reicht erstmal so weit. So, die halte ich auf Dante mit. So. Wiege? Darf mir ein Eisherdemonster auf die Hand holen? Tremor. Genau. Perfekt, Tremor. Ich werfe sie ab, um mal ein Gamesia zu specialen. Vielleicht aber noch nicht schlecht. So. Hast du schon mal ein Kaiju gekaijut? Okay. Link ein. Ja. 3. Effekt Tremora. Ich werfe Tremora ab, um meinen Gamesi zu specialen. Dann bleibt mir nicht mehr 4, außer Fusion Schicksal. Werfe in meinen Friedhof einmal genau Dasher und den guten Denier. Der hat Eier. Der Eier? Ja. Ja. So. So. Dann, warte mal. Dann soll ich den Effekt von meinem Kyoto aktivieren. Mhm. Den Gamesi auf die Hand holen. Mal, du kannst diese. Achso, wird okay. Jetzt schnell pick. Gut, dann würde ich sagen, ist. Bro. Standby. Main. Tage Zerstörung. Also warte, in deinem Standby würde ich gerne was aktivieren. Erster. Ihn. Wähle ihn. Er kann jetzt nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Okay. So. So, für 2 Counter Omni. Omni Negate. Okay. Mit Banish. Mit Banish. Puh, hart. Okay. Falls. Normalbeschwörung. Ja. Ja, du musst, wenn es ein Beschwörungseffekt ist, musst du dann. Beschwörungseffekt Chain 1, Chain 2. Suppenbomber, falls sich ein Monster special. Ah, das ist. Aber der, den hast du genommen. Normal oder special? Ach, als ein oder als normal. Ja, ja, richtig. Was macht der? Such mir ein Kampfwespe-Monster aus meinem Deck auf die Hand. Okay, pass auf. Chain 3, Annullierung von dem. Mhm. Plus Banish. Chain 4. Nee, noch nicht Banish. Erstmal Abhandlung. Chain 4. Poppe ihn und ihn. So, also als Kost muss ich ja natürlich, um den Effekt zu machen, 2, ja. Runter schon nehmen. So. Okay. Also, Abhandlung. Er. Und er zerstört. Und er gepoppt. Geht wieder auf 5. Mhm. Ich habe für jede Karte und er wird jetzt gebanished. Und gebanished. Und dann kommt der Effekt natürlich nicht, aber seiner kommt natürlich noch. Und du darfst dir eine Karte auf die Hand suchen. Ein Kampfwespe. Hast du dir einen guten Lock gemacht, mein Freund? Ja, ist hart, ist hart, ist hart. Aber muss ich ja trotzdem erstmal rausgrummeln. Ich brauche mal noch einen Dings für Dings. Twinbow. Twinbow. Zack. Hm. Okay. Twinbow ist verstanden? Ja. Twinbow, interne Beschwörung. Ah, so. Während der Mainphase kann ich ihn specialen, dann bin ich auf Insekten gelockt. Interne. Die Karte.
das wirklich eine interne? Ja, während der Mainphase, du kannst... Aber das sind Doppelpunkt, Doppelpunkt sind immer Effektaktivierungen. Echt? Interne sind immer meistens mit einer Klammer von der Hand und kein Doppelpunkt drin. Okay. Dann also, Effekt. Albanisch. Mhm. Und andere hier. Käfer-Kavallerie-Formation, Aktivierung. Albanisch. Und... Ja, annullier. Aber einen habe ich nur noch. Okay, jetzt kannst du durchspielen. Da habe ich nur noch einen. Jetzt habe ich genau die eine nicht mehr. Oh, ist das ätzend. Ich überlege, lohnt sich das halt? Ja, ich gebe ab. Du gibst ab? Ja. Mir hat ein Monster, du hättest ein Monster mehr banishen müssen. Draw Phase. Hätte ich dich zerstört jetzt. Standby Phase. Ja. Girl. Main Phase. Warte mal, den habe ich in Angriff geholt, nicht in Verteidigung. So. Wie spielen wir gegen dich jetzt? Nur beeil dich. Ja, ich weiß. Ich habe Angst, dass dich Pin gleich besiegt. Ja, ja. So, dann kann ich ihn holen. Genau. Mhm. Muss ich mir ja erstmal wieder. Ja, ja. Mhm. Oh, und dann unentschieden. Ups. Ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, ich würde dir bloß Pin legen und dich mit 200 töten. Dann hätte ich gewonnen. Ich sag's dir. Da hast du Angst. Angst hat Angst. Ich habe ein bisschen Angst, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Naja, du zögerst das hier ganz schön raus. Mhm. Ganz schön. Ja, weil ich ja nicht. Oh, kennst deine Karten auf einmal nicht mehr, ja. Das hatte ich mal an einem Tournament, hatte auf einmal vergessen, wie sein Deck funktioniert und musste. Karten googeln auf Kartencluster. Gibt schon Verrückte. Ich mach seinen Effekt von Schicksalsheld Denier. Denier? Wenn ich ein Schicksalsheld in meinem Friedhof habe, kann ich ihn specialen. Ja. So. Sorry. Was hab ich hier noch? 2, 4, 6. 3. Okay. Ist das freaky? Normal Summon Action. was machen die Guti hier? Dann geht er. Ja, du kannst eine Karte. Eins der Verwandten. Ich schuf hier dann nicht mehr von deinem Deck hinzu. Also ich kann jederzeit aufgeben, ne? Das kann das auch rauszögern. Einer. Okay. Hier. Ach, okay. Gut. Der braucht aber eine Finger. 2, 4. Okay. 7! Na gut, dann müssen wir. Synchro. 3. Korain Drain. Es reicht aber ja leider immer noch nicht. Deswegen Battleface bei 2. Bei 4. 2, 5. Dann du. Draw. Standby. Main. Normal Beschwörung. Buggy. Chain 1. Chain 2. Was macht Buggy? Buggy specialt einen Buggy vom Deck. Und Chain 2 Schuppenbomber. Okay. Chain 3. Kaichen. Mhm. Banish und Annullierung. Chain 4. R. Ja. Wieder auf den Dings und der wird zerstört und holt ja dann einen Buggy. Okay. Und wieder 2. Holt mir einen Buggy. Ein Bugmeister. Zack. Achso, warte, waren ja 2 Monster, die zerstört wurden. Also auf dem Friedhof, ja. Genau. Dann. Das ist jetzt ein Falls. Falls du einen in Angriffsposition kannst du ihn spezial beschwören. Falls du einen kontrollierst, oder? Ja. Falls du einen Insektmonster in Angriff hast, kannst du diese Karte spielen. Das ist eine interne. Okay. Das ist kein Doppelpunkt, gar nicht. Interne. Gut. Effekt. Was macht er? Ich kann ein Monster auf dem Spielfeld wählen und seine Kampfposition ändern. Wähle ihn. Würde ich annullieren und ihn banishen. Ja. Ein
2, 3. Mische ich ins Deck zurück, um Neptun zu specialen. Stark. Stark, stark, stark. Stark, stark, stark. Battleface. Ja. Greife mit 3000 deinen Gamesia an. Ja. Dort verstopft, verliere 800. Mhm. Token. Token, richtig. Dann Endphase, Effekt Neptun, ich push ihn um 1000. Ihn um 1000, okay. Ja. Okay, dann bin ich. Draw Phase, 4. Standby Phase, mein Dings kommt wieder. Ja. Ein 5, ja. Natürlich auch immer hoch. Natürlich auch immer hoch. Warte, deine. Ach nee, der lag ja nicht mehr. Deine Monster verlieren ja. Verlieren für jedes Heldkarte in deinem Friedhof 200 ATK. 400. Das ist ja auch ein 6. So. 2, 4, 6. Zwei nicht Empfänger. Scheiße. Und erst so 2, 4, 6, 8, 9. Okay. Warte, er hält für jede. In deiner Hand. Ich habe verloren, ich gebe auf. Okay, ich hätte nämlich noch. Los, mischen jetzt. Ich hatte meinen Kumpel dran. Ja, ja, schön für deinen Drachen. Okay. Ich dachte eigentlich, dass du vielleicht schneller spielst, aber. Nee, sorry, geht um alles hier. Ja. Dann, wenn ich den Lasso ausspielen muss, ausspielen jetzt die nächste Runde. Ist doch mal ein schönes. Ja, kann man. So ein schönes Duell. So ein schönes Duell. Ich hätte halt eh nichts gemacht. Du gehst Frost, oder was? Ich gehe Frost. Das ist doch ein schönes Duell, liebe Leute. Aber ich habe gewonnen, die zweite Runde. Ja, war doch ein guter Look. Also eigentlich war es nur Gamesia. Hättest du ein mehr gebanished von mir, hätte ich den Neptun gleich holen können und hätte ich angreifen können. Ja, du hast doch so gespielt, dass du immer Lock gemacht hast. Ja, ich konnte aber ich genau nicht. Dadurch, dass das eine Dings war, hat es dann nicht geklappt. Oh Gott, nein. Ähnlich. Ich mach das mal hier. Na, das wird denn. Also, wenn wir jetzt beide eine Scheißhand haben, dann können wir ja schön spielen, ey. Normal Stachel. Aber ich mach so die ganze Zeit gerade mit dem Scharf. Kann mir ein. Ich hab eine Scheißhand. Ich hab. Kann mir einen holen. Ja? Aber das mit. Ching Denny, seine Nimleria gespielt habe, genauso. Immer Millionenfresser, immer Grenmacho, ja, immer auf der Hand. Manche Karten, die siehst du immer und andere hast du einmal entdeckt, die hast du immer auf der Hand. Nur dagegen konnte ich nichts machen. Manche, weil dadurch hat er immer seine Effekt von Millionenfresser machen können. Ja, ja. Und dann seine Nimleria war stark, war richtig stark. Ich freue mich mal, also wenn wir wirklich mal zum Local fahren mit Yu-Gi-Oh! Könnten wir wirklich mal so noch machen. Effekt, ja? Special. Bin auf Insekten gelockt. Frage ist, gehen wir mal eine andere Route? Noch eine Route? Eine andere Route. Wäre aber eigentlich dumm. Wäre viel schwächer. Link 2. Wenn ich mal ein Insekt im Friedhof habe, kann ich Feenameise specialen? Ja. Was macht die, falls sie als Synchromaterial genutzt wird, kann ich sie auch als Nicht-Empfänger benutzen. Okay, cool. Okay, cool. Effekt Panzerhorn, eine Normalbeschwörung von Buggy. Effekt Buggy, Special No. Ja. Von einem Buggy. Burgmeister. Zack. Ich möchte es. Link 2. Was denn? Was will ich denn? Ich kann nichts machen. Spiel durch. Abheben. Ach so, ja. Effekt Minimod. Ja. Kost. Oh ja, hat ja gar keine Karten auf der Hand. Kost. Hat ja gar nicht. Kost. Gar nicht. Kost. Das ist immer die Härte bei Käfer, komm mal raus. Kost. Ja. Aus. Jetzt will ich abheben, weil jetzt machst du bestimmt gleich Michi oder machst du erst Resonator? Warte mal. 5. Ich mach gleich Michi. Okay. Ach, will ich gleich abheben.
Ach nee, du müsst ja. Danach will ich abheben. Ja, gut, okay. Ja, ja, dann machen wir drei und dann machen wir Michi. Ja, Leute, wir machen mal eine schöne Runde. Ja, ich habe jetzt so lange kein Yu-Gi-Oh! Mehr richtig hochgeladen. Können wir ruhig mal ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen übertreiben. Ein bisschen übertreiben. Wenn auch schon so ein starkes. Wir dürfen ja nicht vergessen, sein erstes Duell hat ja schon 22 Minuten gedauert, sein erster Zug damals. Ja, na klar. Früher. Früher, vor 40 Minuten. Ah, gut, der hat es top gezogen. Ne, ich lieb's einfach nur. Wenn ich einen Sekt kontrolliere, Special Pin der heute. Ist einer Chan. Also damit hättest du jetzt gewonnen, ja. Dann hätte ich jetzt gewonnen, ja. Ja. Zack, zack. Link 4. Ja. Effekt Rezo. Auch mal was Cooles. Dann müsste ich halt nochmal das tun. Zauber und Fallen, Karteneffekte, keine. Also damit muss man wirklich beim Loki antreten. Ich hoffe, dass du den mit Pin einfach mal wirklich gewinnst. Pin gewinnen, ja. Mit Pin gewinnen. Das ist mein Gagagag-Cowboy. Bringt mir halt auch nur was mit dem. Ach, wir machen's klassisch. Neptun auf die Hand? Ja. Was hatte ich noch? Den Brudi. Okay. Dann Effekt Panzerhorn. Der mischt die 3. Und ihn zu Special. Effekt Resonanzinsekt. Ja. Mir ein bisschen rund, bin besser, ein bisschen cooler. Haben wir Boki-Pole auf dem Friedhof? Effekt Boki. Special C vom Deck. Ja. Atlas, Tribut, um zu specialen einen Käfer, Cavalrius. Nicht doof. Noch leiser geht's wirklich nicht da drüben, ey. Ja. Muss es vom Deck sein? Doof, wo ist er denn? Schuppenbombe? Leichtrühle? Kampfwespe? Ach, da ist er. Ja, ne? Gut. Dann spreche ich wohl eine andere Kieferkavallerie-Karte. Buggy habe ich ja aktiviert schon, ne? Buggy war Feuerrunde. Kann ich nochmal zurückziehen? Nein, Effekt ist Effekt. Wir haben jetzt unsere Finale. Buggy war vorige Runde? Ja, ja, Buggy war ja Feuerrunde. Du hast heute noch kein Buggy gespielt in der Runde. Feuerrunde habe ich mit. Habe ich mit meinen. Na denn Buggy. Buggy. Effekt Buggy. Buggy. Du hättest, glaube ich, erst deine Verbanden in dein Deck zurückmischen müssen, ja? Ja. Dann hätte ich jetzt coole Sachen tun können, aber. Ja. Tja, manchmal, so lernst du aber für Local. Das ist wichtig. So lernst du für Local. Fehler. Und ich habe vielleicht noch eine Chance zu finden, weil das Wort ist schon ganz hinterher. Wir haben jetzt 3, 6. Mit wem hast du das gemacht? Mit dem da, ja? Der dir den Kiefer Kavallerie gespecialt hätte. Ja. Schon hart. Kein Schnellfekt, ne? Mhm.
Das ist der gute blinde Karten, tut mir leid. Synchro 8. Gute Synchro, okay. Diabolantes. Okay. Perfekt. Ja. Ich kann für die Anzahl Nichtempfänger 2 Insekt- oder Pflanzenmonster von meinem Deck auf den Friedhof legen. Hm. Got a friend in me. Habe ich noch einen, ne? Na, okay. Dann noch Bio-Insekten-Panzer. Scheiße. Dann Resonanz-Insekt-Effekt. Ach nee, mhm. Geht ja gar nicht. Das muss vom Feld. Ah, ich bin doof. Nee, alles gut. Brande ihn als Empfänger. Hm? Okay, interessant. Auch mal was Lustiges. Nein. Effekt. Also, interne hier. Hm? Ich mische die zurück. Um meinen Neptun zu spielen. Ja. Neptun. Hier echt gerade ein paar Dinge, aber ich weiß auch nicht, wo ich ende. Was hat er gesagt? Er hat eine Scheißhand, ja, liebe Leute. Ja, keine so gute Hand, muss ich schon sagen. Ja, ja. Keine so gute Hand. Ach, Mann, ey, ich komme einfach nicht auf die drauf. Weißt du, die ich brauche für das. Tja, was soll ich sagen? Mach mich einfach. Das muss bloß. Hat's auch nicht. Sag mal. Sag mal. So, der 2, 4, 6, 8. Derzeit. Nee, machen wir nicht. Dann würde ich einfach mal. Perfekt, ich wähle ja. Buggy. Mhm. Der ist jetzt ein Empfänger. Ja. Dann. Synchro 6. Ja. Helle Barde. Eine helle Barde? Helle Barde. Ja. Pro Kampf kannst deine ATK halbieren, falls das gleich viel oder mehr ATK hat. Okay. Und wenn ich dir Kampfschaden zufüge, kriegst du für jedes Kampfwespe einmal Pinschaden. 200. Also dann, du machst. Mich weniger. Ich mach dich weniger. Mach mich weniger. Effekt Bio-Insekt. Ja. Rüste Hellebarde aus. Ja. Und jetzt fischer 1500 dazu. Nur während der Battle Phase und Main Phase 2 kriegst du 1500 ATK und 2000 Dief. Dazu. Dazu, genau. Endphase, Effekt Neptun. Ich wähle Diabolantes und push um 1000. Warte, einmal pro Kampf während der Schadensbrech, falls diese Karte gegen ein Monster des Gegners mit gleich viel oder höheren ATK angreift. Falls diese Karte ein Monster eines Gegners mit gleich. Also, du musst angreifen, um das zu halbieren. Hat aber jetzt natürlich in der Battle Phase 4000, ja? Ja. Hui. Okay. Okay. Draw. Okay. Und 10 Minuten Zug, ey. Ja, 10? Neue 15 Minuten Zug. Musste neue Wege gehen. Ja. Senpai? Main? Ja. Effekt Ranegarina in der Hand. Ich werfe Ranegarina ab, um ihn zu specialen. Chained, dann kette ich aber noch an. Willst du anketten? Kann ich das? Nee, ich kann doch gar nichts machen. Ja, naja, ich sprach ja nur. Ja. Mit Minairuka. Kann ihn dann specialen. Also Specialung. Specialung Token. Ja. Irre. So. Trotzdem muss ich mal gucken, wie ich ausspiele. Das ist ja das Problem. Das war doof, stimmt. Goki kann ich ja nur triggern. Ich brauche mehr, die was im Friedhof machen. Das macht ja schon ganz schön wenig, das Decken. Ja, das ist ja wirklich sowas von schlecht, ey. Du kannst jetzt also in dem Spielzug nichts aktivieren. Eigentlich. Wieso? Achso, ja, an sich nicht. Außer er wird zerstört oder verbannt durch einen Effekt von dir. Dann kann ich ihn specialen. Ja, und ja. In der Endphase kann ich einen um 1000 pushen. Ja. Das geht nicht.
Der geht nicht. Der geht nur, wenn du angreifst. Aber 4000 ist natürlich eben 4000, ja. Das ist natürlich hart. Wenn ich auf ihn noch kommen... Er ist nicht... Du kannst ihn nicht wählen. Wenn ich auf ihn kommen würde, wäre es geil. Aber das schaffe ich nicht. Ich habe nur Monster mit... Mit viel. You got a friend in me. Ah. Auch wenn es nicht viel bringt, aber. Okay. Ja, genau. Synchro 10. To Jenny. Bäh. Dann. Was macht der, wenn der banished wird? Hier. Kann ich einen Insekt vom Deck auf den Friedhof legen? Achso. Perfekt. Minairuka. Ich kann ein offenes Fisch, Seeschlange oder Aquamonster verbannen, das ich kontrolliere und dann eine offene Karte auf dem Spielfeld wählen. Annulliere bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners ihre Effekte. Banische ihn selber. Mhm. Und annulliere bis zum Ende deines Spielzugs. Kannst ihn nicht wählen. Ich kann ihn gar nicht wählen. Wenn er 3000 ATK oder weniger hat, kannst du ihn nicht wählen für Karteneffekt. Nervig, dann wähle ich. Der kann ja jetzt eigentlich nichts aus, weil ich zerstöre ihn in deinem Mainphase. In der Endphase könnte er nochmal einen Insekt um 1000 pushen. In der Endphase könnte er nochmal einen Insekt, na, solange wird er nicht leben. Ihn wähle ich. Mhm. Dann Effekt Trigger, falls ich banische ihn. Du banischst ihn. Und. Wir können hier noch was im Friedhof. Wird die nicht gebanished? Ja, die ist ausgerüstet. Die geht auf den Friedhof. Das ist eine Ausrüstungskarte. So, nee, ich dachte eigentlich, dass du kannst ja einen Sitzmutter rüstest mit dieser, aber verbanne es, wenn es das Spiel hat. Ah, nee, du verbannst. Zusätzlich ja. Verbanne diese Ausrüstungskarte, ja. Wenn sie wenn das Spiel ausgerüstet ist. Ja. Genau. Pass auf, ich will keinen Schaden mehr von dir. Wenn ich. Pin! Pin! Ich habe keinen Bock mehr auf Pin! So. Gut. Ich will ja trotzdem noch weiter spielen hier. Das ist schwer. Normal Summon. Eisjade Aegarine. Mhm. Effekt. Ich würde mir ein Eisjade-Monster gerne auf die Hand holen. Zauber oder Falle auf die Hand holen. Entschuldigung. Dinge tun, dumme Dinge. Zauber oder Falle. Und ich hole mir die Wiege. Scheiße, ich habe einfach keine Empfänger mehr so richtig. Nochmal. Ich habe ja gerade noch da. Und. So. Ja, ich hole mir Eisjade Wiege. Ja. Ich aktiviere Eisjade Wiege. Hol mir Eisjade Aegi Rukassis. Das, was du sagst. Wie viel Angriff hat der? 3,5. Schon hart. Ist schon hart. 1, 2, 3, 4, 5. Verlieren 500, also 3000. Okay. 2,5 dann. Ich rüste Aegi Rohras an meinen normale Egerine aus. Du sagst. So, dann spielen wir noch den Fusionsschicksal. Das ist ein hartes Match, den habe ich nachgezogen. Ich war glücklich. Dasher und Denier. Jetzt. Boah. Ihn? So, also jetzt müssen wir mal rechnen. Nochmal 400 weniger für die Links und 500 weniger. 900 weniger. 900 alle weniger.
Okay. Battleface. Mhm. Mit 3000. Ja. Greife ich. Kann er jetzt zerstört werden? Ja, ja. Kann er jetzt Kampf. Nur nicht durch Effekt. Okay. Zerstört. Mit 3000. Also er verliert auch die 900, ja? Er verliert auch 900. Er wird ja nicht gewählt. Ja, mit 3000 greife ich ihn an. Mit 2,5 greife ich ihn an. Mit 3500 greife ich ihn an. Er hat jetzt 2,6. Ja, also 900 Schaden. 900 Schaden. Gut. Gut. Dann würde ich sagen. Kein schlechter Zug. Bist du dran. Okay. You draw. Standby. Hey. Ja. Wird schwer. Wir gucken mal, was wir Dinge tun können. So anstrengend gewesen, ey. Normalbeschwörung, glatte Zikade. Möchtest du darauf reagieren? Was macht die? Gar nichts, ich kann jetzt Stufen verringern. Aber ist egal, ich chaine an. Ja. Mit Schuppenbomber. Dann hol mal Schuppenbomber. Spezialbeschwörung. Was macht der? Wenn du einen Effekt aktivierst, kann ich kaputt machen. Zerstörung. Du Monster, du. Das ist ein Monster. Böse Monster. Genau. Und dann gebe ich ab. Okay. Oh, schade, ja. Nicht sehr. Ich kann nicht mehr raus. Ich hätte noch in Zweier, aber dann hätte sie auch noch zerstören können. War schwierig. War schwierig. Ich hätte ihn noch holen können durch seinen Effekt. Weil der hat ja den coolen, aber... Ich hätte gar nichts mehr können. War schon top. Ich glaube, ich hätte auch schon holen können. Warte mal, wenn diese oder ein Karteneffekt zerstört würde. Ja, siehst du. Aber ich hätte ja nicht mehr durch ihn, weil ich ihn ja geholt habe, wenn ich ja nur durch ihn bin. Ich komme nicht auf dafür. War aber, ey, komm hier auf, das war mega. Es hat einfach war mal stark, war stark. Eine Stunde, 4 Minuten gedauert. Liebe Leute, schönes Duell. Die Käfers. Liken, kommentieren, abonnieren. Käfer kaufen, ganz viele Käfer. Exodias zerreißen. Oder einfach draußen sammeln gehen und den Karten einsperren. Genau. Bitte, so habe ich es gemacht. Bitte Buchdruck üben. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Eure Samurai und Jojo. Genau. Tschüss.